Servus Leute, ich bin's Philipp. Willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich bin schon wieder unterwegs auf einer kleinen Biwak-Tour heute. Und zwar so ein Teilstück von dem Sonnwaldsteig will ich mir anschauen. Und natürlich findet auch eine kleine Übernachtung statt. Gepäck ist dabei. Und ich bin jetzt hier schon unterwegs, so eine Viertelstunde circa. Ich muss sagen, es ist richtig kalt. Bei der Herfahrt habe ich schon gesehen, überall hängt Nebel. Da waren so angezeigt 6, 7, 8 Grad jetzt gerade eben noch mal, wo ich aufs Thermometer geguckt habe. Aber es fühlt sich einfach viel, viel kälter an. Ich bin gespannt, wie die Nacht wird und ob sich mein Equipment auszahlt oder ob ich frieren werde. Ja, jetzt sind wir erstmal ein kleines Stück unterwegs, schauen uns das eine oder andere an. Dann würde ich sagen, stiefeln wir los. Einfach schön, vor allem wenn man so früh morgens unterwegs ist. Ja, da sieht man sogar noch den Nebel im Tal hängen. Ich weiß gar nicht, ob man es auf der Kamera jetzt erkennt. Aber ja, der Sonnwaldsteig, ich glaube zu meinen, der ist 85 Kilometer. 5 oder 6 Etappen, ich müsste jetzt nochmal nachlesen. Aber scheint ein richtig schöner Steig zu sein. Ich habe bloß aktuell halt nicht die Zeit. Oh, ist eine schöne Bank. Ob sich hier Pause lohnt? Nee, ich bin gerade erst los. Kein Bock jetzt eine Pause zu machen. So, wir gehen jetzt direkt weiter. Vielleicht später, naja, zum Sonnwaldsteig zurück. Ja, wie gesagt, 85 Kilometer, 6 Etappen. Aber zeitlich schaffe ich es aktuell einfach nicht, den komplett zu machen. Deswegen mache ich ihn jetzt so ein Teilstück ein bisschen. Vielleicht gehe ich nochmal hin und mache ihn komplett. Das zeigt die Zukunft und die Zeit natürlich. Ich merke gerade hier, muss ich mich gerade ein bisschen konzentrieren, hier ist alles klitschnass, dass ich nicht auf die Fresse fliege. Geht's gut runter. Bekanntlich, was runtergeht, müssen wir auch wieder hoch. Ich weiß gar nicht, ob das auf der Kamera hier so rüberkommt. Aber guck mal im Hintergrund, ja, ich bleib mal stehen. Ist schon ordentlich steil. Gerade noch vor ein paar Minuten gesagt habe, es ist kalt oder kühl. Oh, ist mir ultra warm. Ich werde jetzt mich auch mal meine Jacke entledigen, die einfach mal ausziehen. Weil auch bei der Bewegung hier wird es einem richtig warm und wie dieser Nebel einfach da am Tal hängt. Hier einfach da drin hängt. Wahnsinn. War richtig schön hier bis jetzt. Gefällt mir. Jetzt erstmal die Jacke aus. So, hab dann doch entschlossen, da noch kurz zu verweilen. Oh, herrlich. Dieser Nebel einfach hier durchzieht, ich kann mich da einfach nicht satt sehen. Habe ich auch gerade eben die ganze Zeit gemacht. Werde ich wahrscheinlich mit der Kamera hier nicht so gut auffangen können. Aber wo ich da gesessen habe, kam mir immer wieder, auch die ganze Zeit schon, kommt mir das Thema Ausrüstung im Kopf, und zwar Gewicht. Ja, ihr habt es jetzt gesehen, Biwaksack in den letzten Videos dabei gehabt, jetzt heute auch wieder mit dabei. Aber natürlich ist der Kram alles ultra schwer, sprich auch Schlafsack oder der Rucksack. Ich glaube, der hat ein Alleingewicht, ich muss lügen, irgendwas über 2 Kilo. Und da kommt mir jetzt schon öfters der Gedanke, ein bisschen leichter zu werden. Da ist dann, ja, nach Recherchen bin ich dann auf Dyneema gestoßen. Von dem Kram gibt es auch Tabs, ich glaube Rucksäcke habe ich gesehen, lauter Taschen. Und daher, ja, ich bin da jetzt noch ein bisschen am Struggeln mit mir, vielleicht das eine oder andere zu holen, zu testen. Weil das Zeug ist schon richtig leicht. Also wenn man da mal googelt, macht das mal. Dyneema ist so ein bisschen, sag ich mal, Ultraleichtgewicht geht das ja schon hin. Aber sehr robust soll das sein. Und das spricht ja viel dafür, weil ich stehe auf Ausrüstung, die robust ist. Die einfach auch mal was ab kann, die auch mal, wenn ich einen Rucksack hinflagge, nicht gleich kaputt geht. Und ja, da struggle ich gerade mit mir, ein bisschen Sachen zu suchen. Wenn ihr mal Erfahrung damit gemacht habt oder habt sogar damit Erfahrung, nutzt den Kram selber, Dyneema.
dass die nicht mal Schnüre sind oder sonst irgendwas. Haut's mal unten in die Kommentare, weil würde mich mal super interessieren, was ihr davon haltet oder aber auch, ob ihr es schon, wie gesagt, selber ausprobiert habt, das Zeug. Weil interessant ist es ja schon, wenn es leichter wird auf dem Rücken. Vor allem, wenn man dann mal ein bisschen mehr Strecke macht, ist das dann doch schon angenehmer, wie mit 18 bis 25 Kilo da hinten auf dem Rücken rumzurennen. Wenn dann da, weiß nicht, das Tarp zum Beispiel, glaube ich, wiegt noch nicht mal 100 Gramm. Oder es wiegt 100 Gramm. Mit Schnüren wegen mir lass es 150 sein. Selbst das ist noch leichter wie mein jetziges Tarp. Viel leichter. Ah, da, wie gesagt, haut's mal unten in die Kommentare. Würde mich echt mal brennend interessieren, ob ihr damit Erfahrung habt oder es sogar selber nutzt. Und ich stiefel jetzt hier mal weiter. Hier muss anscheinend mal, oder ist ein Steinbruch. Betreten des Steinbruchs verboten. Lebensgefahr. Naja. Hier liegen echt viele Steine rum. Das muss ja echt ein Steinbruch gewesen sein. Oder ist noch einer? Weiß man nicht. Ich weiß nur eins, dass hier irgendwo da hinten dran ein Steinbruch sein soll. Aber ob der seinen Abraum hier runter macht, auf der Seite, kein blassen Schimmer. Aber da müssen wir auf jeden Fall mal nicht lang. Ich glaube, wir haben einen Aussichtspunkt erreicht, der auf den Steinbruch, den sogenannten, schauen lässt. Schau mal hoch. Okay. Oh, aufpassen, ey, die Steine sind überhaupt nicht fest hier. Vorsicht, Steilwand, Absturzgefahr. Betreten des Geländes verboten. Oh, was eine schöne Aussicht. Da unten kann man ein bisschen den Steinbruch erahnen. Aber dieser Weitblick. Herrlich. Einfach wieder schön. So. Ich weiß jetzt nur eins, jetzt geht's ultra bergab. Man kann den Weg gerade so erahnen. Ja, jetzt ein bisschen Konzentration. Hier noch der Wanderweg, ja? Oder habe ich mich? Ah ja, ich sehe Schilder, also kann das schon mal hier passen. Und ja, jetzt sehe ich auch mehr ausgetrampelten Weg. Naja, und weiter geht's. Was eine schöne Felsenlandschaft einfach hier ist. Ich komme hier gerade so ein bisschen vor wie im Gebirge, aber ist es nicht. Es ist einfach wunderschön hier. Jetzt wird es langsam wieder kühler oder die Luft feuchter. Wir kommen nämlich immer tiefer. Ich sagte ja gerade, wir gehen zu einem Aussichtspunkt. Wundert mich eigentlich, dass es so bergab geht, weil normal hat man ja oberhalb die Aussicht. Naja. Wir hoffen mal, dass wir zu einem kommen. Jetzt muss ich erstmal wieder vor lauter Gequatsche, ah, da geht's lang, den Weg suchen. Hey, hier sind zum Glück bei diesem Sohnwaldsteig immer Schilder. Kann ich mich heute ein bisschen orientieren. Da sind schon die ein oder anderen Bäume umgefallen. Dann noch mal ein bisschen Kletter-Action hier. Ja, weil ich habe heute einfach mal das GPS weggelassen. Klar, ich habe das Handy jetzt noch mit, aber der Empfang hier in Deutschland ist ja, naja, redet man nicht drüber. In den Städten vielleicht geht's, aber hier in den Wäldern, ja, da hast du mal Empfang und dann 5 Meter weiter oder 10 Meter weiter tot.
Vielleicht sieht man es noch ein bisschen, der Nebel. Wir sind genau in der Nebelbank und es ist gleich viel, viel kühler. Nasskalt. Aber hier muss jetzt so Abraumstelle gewesen sein. Sieht schon ganz geil aus hier. Die ganzen Riesensteine. Aber wir dürften jetzt gleich oder bald den Aussichtspunkt erreichen. Es geht immer noch bergab. Ich bin gespannt, wie schön die Aussicht ist da. Auf Fotos sah es ganz gut aus. Ah ja, wir werden sehen. Für mich heißt es jetzt noch ein bisschen weiterlaufen und dürft ihr gleich da sein. Da wären wir jetzt auch schon. Naja, hochgelegen ist er nicht, der Aussichtspunkt. Da gibt es ein Podest. Schauen wir doch mal direkt. Was kann man hier sehen? Oh, hier geht es richtig runter. Gut. Man kann nach da gucken. Aber nach da, ja, guckst du auf Bäume. Aber der Stein da drüben gefällt mir, also dieser Fels. Der gefällt mir ganz gut. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Außer die Aussicht. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich einfach hier gerade ein Päuschen mache und mir einen Kaffee und vielleicht ein zweites kleines Frühstück einlege. Ich glaube, das werde ich machen. Hier ist es so kalt und so. Ah, hier zieht es so. Na ja, Jacke an und dann geht das schon. Gucken wir mal gerade. Grad haben wir denn? Ja, 8,2. Ist schon leicht frisch. Der Wind noch dazu. Ja, aber Jacke an und dann kann man ein Käffchen trinken. Ich sehe schon wieder was. Nicht so geil. Guck mal her. Warum muss man hier seinen Müll reinstecken? Warum? Ich verstehe es nicht. Nehmt den Scheiß mit nach Hause. Packen in die Jackentasche, ihr habt es auch hier hochgeschleppt. Oder runter, wie ich jetzt in dem Fall. Ich kann es nicht verstehen. Naja, ich will mich hier nicht aufregen bei der Tour. Sonst kannst du dich hier eigentlich gefühlt oder allgemein überall direkt richtig aufregen immer. Weil egal, wo du hinkommst, auch weiter oben schon wieder lauter Tempotaschentücher gefunden. Ich verstehe es nicht. Naja, ich werde mir jetzt ein Käffchen machen, die Aussicht genießen und ein kleines zweites Frühstück machen. Ja, das mache ich jetzt. Bevor es irgendwo noch weiter in der Natur landet, stecke ich es einfach mal ein. Vielleicht stopfe ich einfach hier rein. Beim nächsten Mülleimer schmeißt es einfach weg. Und dann ist das Thema durch. Genug aufgeregt. So. Achso, ein kleines Loadout machen wir natürlich später auch noch. Aber dafür habe ich jetzt gerade keine Lust. Ich will jetzt nur einen Kaffee trinken. Das machen wir später. Riegel mit Himbeer- und Joghurtgeschmack. Energy. Ist aber klein. Ja, ich probiere gerade mal so ein bisschen auf Touren mehr Riegel aus. Natürlich abends muss ein warmes Essen her, also das geht nicht. Wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin, vor allem wenn es die ganze Zeit so kalt ist, freue ich mich abends dann immer auf was Warmes. Aber ich will mal so ein bisschen die Riegel durchprobieren, die es da gibt. Und da gibt es, hätte ich nie gedacht, jede Menge Riegel. Ich habe mir jetzt, glaube ich, 4 oder 5 verschiedene mal mitgenommen. Klein, praktisch. Warum nicht? Ach, was mir gerade einfällt. Ich habe sogar neue Gear mit. Zeige ich euch auch später. Fällt mir gerade ein. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht, Bescheid zu sagen, aber da kommt noch was. Zurück auf dem Weg. Lang konnte ich jetzt meine Pause da nicht machen, weil es war mir einfach zu kalt. Ich
musste in Bewegung und außerdem habe ich Bock zu laufen. Ich habe jetzt ein bisschen die Strecke abgewandelt. Ich wollte jetzt nicht direkt wieder dieselbe hochlaufen, sondern so ein kleines Stück weiche ich mir jetzt ab. Kommen ein paar Kilometer mit dazu. Ist aber auch nicht schlimm, weil wir liegen gut in der Zeit. Aber ich sehe gerade, die Sonne ist da hinten. Ich hätte jetzt gern hier. Bei mir ist doch schon ein bisschen fröstlich, aber gut. Bin gespannt, wie gesagt, wie die Nacht wird. Ob das Equipment aushält, da bin ich richtig gespannt drauf. Jetzt fängt endlich der Herbst an. Ja, ich glaube, wir haben jetzt, ja genau, wir haben Mitte September. Und ich freue mich einfach auf den Herbst und auf die Winterzeit. Das ist meine Zeit. Keine Mücken, kein Viehzeug groß. Boah, das kann ich alles mir sparen mitzuschleppen. Ja, da freue ich mich jetzt einfach drauf. Ja, jetzt laufen wir hier noch ein bisschen den Weg. Der führt auch nach oben. Aber dann kommt noch mal ein schöner, steiler Anstieg. Ja, dann ziehe ich mal los. Oh, ich laufe jetzt hier schon eine halbe Ewigkeit auf diesen, ich nenne es mal Forstweg. Ich wollte ja eine andere Strecke laufen. Ja, natürlich war dann der Zuweg auf diesen Weg hier gesperrt. Konnte ich auch nicht durch, das war alles zugewachsen mit Bäumen und na egal, der Weg existiert einfach nicht mehr. Da muss ich dann doch noch ein Stück weiter laufen, bis ich wieder hier auf den Weg kam. Und querfeldein war gar keine Option, das war, wie gesagt, alles so verwachsen. Man sieht es hier ist es jetzt schon relativ wieder frei. Aber weiter unten war das so extrem verwachsen, da wäre noch nicht mal ein Weg querfeldein gewesen. Aber jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Aber gut. Naja, so ist das nun mal. Wenn man mal von seiner Strecke abweicht, kann das auch passieren. Jetzt dürfen wir aber gleich an den steilen Anstieg rankommen, wo es dann nochmal hoch geht. Zu der Aussichtsplattform, wo wir vorhin waren, mit dem Bergwerk. Ich suche jetzt wieder meinen Weg. Und quäle mich den Berg mal hoch. Ja, dann sehen wir uns gleich. So, nach dem Aufstieg jetzt hier gönne ich mir jetzt erstmal eine Pause. Bank lädt einfach dafür ein und ich genieße den Ausblick. Boah, ich sitze jetzt hier schon eine Weile und die Vögel machen hier richtig Radau. Vielleicht hört man es noch, aber ich quatsche jetzt, dann hauen die eh ab. Aber es ist super entspannt. Also, ja, gerade kam noch ein Jogger vorbei, ein Trailrunner. Weil hier kannst du echt nicht joggen, hier kannst du nur Trailrunning machen. Ja, auch super nettes Gespräch gehabt. Auch gleich hier angesprochen worden wegen großen Rucksack und alles. Ja. Aber war super nett. Muss man lassen. Ja, das war jetzt, glaube ich, die erste Person, die ich getroffen habe. Ich hätte für Sonntag gedacht, dass man viel mehr hier trifft. Aber vielleicht kommt das noch. Wir haben ja noch früh. Was heißt früh? Wir haben auch schon Mittagszeit. Ja, ist schon Mittagszeit. Ja, vielleicht sind sie alle essen und danach kommen sie alle los. Gestiefelt in die Wälder. Oh, auf jeden Fall könnte ich jetzt hier einfach ein Nickerchen machen. Oh, es ist einfach so entspannt gerade. Vor allem, wenn man nicht quatscht und einfach ruhig ist. Diese Vögel oder allgemein die Tiere hier, die machen einen Krach. Das glaubt man gar nicht. Ja, aber ich werde jetzt, denke ich, weiterziehen. Ja, ich werde jetzt mal weiterziehen. Oh, mich blendet gerade die Sonne. Auch schön. Die es heute noch mal schafft, der durchzukommen durch die Wolkendecke. Ah, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Ich würde sagen, ich sattel mir den Rucksack und ziehe weiter. Gerade noch mal geguckt, eine Burg möchte ich mir jetzt noch angucken. Da soll es auch irgendwie, hat der Jogger gemeint, einen Brunnen irgendwie geben. Weiß nicht. Wir schauen mal, was wir noch so sehen auf jeden Fall.
Ich ziehe jetzt den Rucksack auf und marschiere mal weiter. Ja, das machen wir jetzt. Bis gleich. So, wir haben die Burg erreicht. Also ich sehe sie zumindest mal schon, ist noch ein kleines Stückchen. Die Burg Koppenstein. Ich bin gespannt, also Burgruine Koppenstein. Ui, wie kommt man denn? Ah, okay. Erstmal erschrocken über den Weg. Aber mir ist hier gerade aufgefallen, hier legen die Bäume um und die lassen die liegen. So, nicht für Holznutzung, sondern urwaldmäßig wieder zurück für die Lebewesen hier. Finde ich ganz cool. Aber jetzt gehen wir mal hier auf die Burg. Bin gespannt, was noch übrig ist. Ja, war jetzt noch mal ein kleiner Aufstieg bis hierher. Und die nächsten Fußgänger, sag ich mal, die nächsten Wanderer hatte ich auch schon auf dem Weg getroffen. Guck mal eine an. Das findet man auch überall mittlerweile. Diese Steinstapel. Finde ich auch cool. Ah, hier ist schon mal eine Burgmauer. Oh, da kann man anscheinend hoch. Ach, wie cool. Das ist ja nice. Dann gehen wir da natürlich auch mal hoch. Ich weiß, man erkennt es jetzt nicht, da war zwar ein Stück Mauer. Ob wir jetzt schon auf dieser Burg sind, keine Ahnung. Also ich sehe sie zumindest mal, das ist ein Turm bis jetzt. Aber wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Ich kraxel mal hoch. Und dann genießen wir auf jeden Fall die Aussicht, oder ich zumindest. Und ihr schaut es euch an. So, bin am Turm angekommen. Da geht's gleich weiter. Jetzt gucken wir mal, ob wir da hochkommen. Wow. Das könnte eng werden mit dem Rucksack. Aber ich probiere es trotzdem. Oh ja, der Rucksack ist schon sehr eng. Und stecken geblieben? Nee, ja, stecken geblieben. Okay, mit Rucksack wird das nichts. Ich lasse ihn mal unten. Die sind aber auch eng hier. Noch irgendwas. Ah, da sieht man auch das Bergwerk. Zeige ich euch gleich. Ah, hier kann man schauen, wo was ist. Okay. Bin ein bisschen leicht außer Atem. Auch eine schöne Felsformation da. Ah, der Ausblick, der herrlich. Ich finde den Ausblick ein bisschen besser, wie den da stehen. Viele Windkrafträder, aber ja, wir brauchen sie. Aber trotzdem nicht schön. Da stehen auch ein paar, sehe ich gerade, aber nicht so viele. Ah, richtig schön hier. Richtig schön. Ich sehe gerade, da könnte man auch einen Overnighter machen. Aber nee, ich möchte noch ein bisschen laufen. Hab noch ein bisschen Bock. Und ja, oh, herrlich, die Ruhe, das Vogelgezwitscher. Ich hoffe, man hört es auf der Kamera, aber es ist schon sehr, sehr schön. Naja, dann gehe ich mal wieder runter.
So, die Burg, oder den Turm, sage ich mal lieber, lassen wir jetzt hinter uns. Da ist er. Und ich ziehe mal weiter. Ich wollte da zwar Rast machen und mir ein bisschen was zu essen gönnen, aber ja, wie es so ist, es ist Sonntag, viele Wanderer unterwegs, Spaziergänger. Und so war es auch bei der Burg. Kaum habe ich mich hingesetzt, kamen die ersten fünf. Ja, war ja abzusehen, aber ich mag ja ein ruhiges Plätzchen haben. Hier sind jetzt auch Bänke. Mache ich hier, aber da kommen auch alle wieder vorbei. Da ist noch eine Schutzhütte. Cool. Auch ein schönes Plätzchen hier. Ach, da ist gleich ein Mülleimer. Kann ich gleich mal mein Kram entsorgen. Ach, wie geil. Das ist ja cool. Oh, hier hätte man definitiv Platz für einen Overnighter. Naturerlebnis schöner als Burg Koppenstein, ja. Die ist riesig, die Schutzhütte. Es gibt sogar eine Feuerstelle. Ja, ich sag mal, ich mache jetzt nur mal meinen Müll hier rein. Dann ziehe ich weiter. Ich suche mir ein anderes Plätzchen. Ja, dann würde ich sagen, bis später. Oder bin ich jetzt nicht gerade weit gekommen? Jetzt nochmal eine Infotafel. Also mach Pause. So, könnt ihr gerne nochmal nachlesen. Hier ist nämlich der Brunnen. Schauen wir mal. Oh, okay, tief geht er nicht rein. Hätte ja sein können, dass er noch aktiv ist. Aber ist er nicht. Ich habe mir jetzt überlegt, ist da was? Ich mache jetzt doch hier die Pause. Egal. Hier ist ein Bänkchen. Dann mache ich jetzt die Pause. So. Würde ich sagen, geht's weiter mit dem Riegeltest, welcher am besten schmeckt. Und der erste war schon mal gut. Mal schauen, was ich jetzt futter. Den hat man, den habe ich sogar doppelt, sehe ich gerade. Jetzt Bock auf den da. Joghurt-Müsli-Geschmack mit Vanille und Zimt. Das ist doch schon mal was Passendes für Weihnachten auch. Und das hier. Ich glaube, mir reicht auch mal ein. Kann sein, dass ich gleich nochmal nachlange. Aber ich probiere es mal mit ein. Apropos Riegel. Ja, ich will die jetzt ja mal ein bisschen durchtesten, welche gut sind. Ich glaube, ich war jetzt im DM und habe da mal zugelangt, was es da so gibt. Wenn ihr eine Idee oder Empfehlung habt, schreibt die mal gerne und in die Kommentare für Riegel für unterwegs. Das müssen jetzt auch nicht ultra, was weiß ich, Müsli-Riegel, Kalorien-Riegel oder sonst was sein. Scheißegal, einfach mal reinkloppen, welche gut schmecken. Und wie gesagt, ich teste mich da jetzt durch. Ich finde es einfach praktisch, so ein Riegel. Gerade für mittags und abends dann warm. Ich will es mal ausprobieren. Und ich lasse mir jetzt den Riegel schmecken. Hm. Könnte man fast zum Frühstück auch essen. Herrlich, ich bin gerade so ein bisschen durch. Da hinten war so ein Laubwäldchen. Da fallen schon die Blätter. Finde ich richtig cool. Es wird Herbst. Und hier ringsrum ist ein Graben. Habe ich halt gedacht, das Wasser drin ist, aber leider leer. Kann sein, dass das der Burggraben war. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob das einer war oder ist von der Burg. Ja, bin jetzt wieder auf der Strecke und natürlich muss man noch Wasser finden. Also ich muss noch Wasser finden irgendwo. Noch habe ich keine Ahnung wie viel, weil das ist der Nachteil bei der Trinkblase. Ich weiß einfach nicht mehr, wie viel Wasser ich drin habe. Ah, der Wasserfilter ist schon leer. Ah ja, wir werden auf jeden Fall bestimmt was finden. Und selbst wenn ich es jetzt hier finden würde, macht es keinen Sinn, das jetzt zu filtern. Da könnte ich mir ein bisschen vielleicht den Wasserfilter voll machen. Aber dann muss ich das mitschleppen. Das sind auch 3 Kilo, ne, wenn das Wasser da im Rucksack ist. Hm.
Naja, wir werden schon was finden. Gibt immer mal ein Bächlein ein. Ja, ich bin optimistisch, dass ich noch Wasser finden werde. Natürlich, der tägliche Alltag hier raus, Wasser mitnehmen, Wasser leer trinken und dann natürlich Wasser finden für die Nacht. Und ich brauche immer einiges an Wasser, erstens für die Nudeln und dann natürlich noch was fürs Trinken über die Nacht und natürlich zum Frühstück, also zum morgendlichen Trinken, damit ich auch was habe. Deswegen wäre es immer sinnvoll, wenn dieser Wassersack da hinten, also die Trinkblase, einfach voll ist. Aber ja, ich bin, wie gesagt, sehr optimistisch, dass ich noch was finde. Ich ziehe jetzt weiter. Wenn was Spannendes kommt, hole ich euch wieder dazu. So, jetzt sind wir hier an so einer Wanderhütte. Die ist relativ nah an der Straße, also nicht wundern, wenn ab und zu mal Autogeräusche kommen. Aber ich wollte schnell das Loadout machen. Ich fange auch außen an. Einmal mein Campingstuhl, eine wärmende Mütze noch, ein Kaffeebecher, ein Löffel, Kocher und Windschutz mit Spiritus, ein Topf mit Deckel, eine Stirnlampe, das Mora-Messer, den Bachgold-Wasserfilter. Und das Thema Wasser hat sich auch erledigt. Ich habe unterwegs einen Bach gefunden, habe alles aufgefüllt und dementsprechend jetzt genug Wasser für heute Abend. Ein Regenschirm, Erste-Hilfe-Set, Feuerstahl mit ein bisschen Kienspan, Powerbank, etwas Neues, aber dazu später mehr. Mein Essenspaket, da ist jetzt auch die Zahnbürste und alles mit drin, um einfach Platz zu sparen. Eine weitere Jacke noch, Tarp mit Hering und Paracord, Unterlegplane, Biwaksack, NATO-Rolle, Isomatte, Kopfkissen, Schlafklamotten, einfach weil ich nicht weiß, wie kalt es wird. Deswegen nochmal separate Klamotten zum Pennen. Das Victorinox-Taschenmesser, Ersatzbatterien, eine Camplampe, die auch Rotlicht kann. Und der Schlafsack Defense 4 heute. Den kram ich aber nicht raus, weil sonst muss ich wieder reinstopfen. Und die Trinkblase aktuell schön gefüllt mit 3 Litern Wasser. Und jetzt räume ich erstmal alles wieder rein. Aber ich wollte jetzt noch mal das Päuschen machen und vor allem mal wieder die Kamera anmachen, weil ich hatte ja echt lange nicht angehabt. Und jetzt geht's hier durch so ein kleines bisschen frischen Buchenwald. Ah, sehr schön hier. Ah, ich mag so Wege. Ich mag so Wege lieber wie diese Forstwege. Aber, na gut, Flugzeuge, da kann ich nichts ändern. Jetzt spazieren wir mal dorthin, wo wir hinwollen, machen das Lager fertig. Ja, wenn jetzt noch was Spannendes kommt, natürlich hole ich euch wieder dazu. Ansonsten sehen wir uns im Lager wieder. Ja, okay, bis dann. So, Ziel erreicht und ihr seht vielleicht da so, spätestens hier vor mir seht ihr, ich habe einen Trekkingplatz gebucht. Genau, habe ich auch mal Bock drauf, einfach chillen auf dem Trekkingplatz. Und ich sehe gerade, ich habe mir doch so Wassergedanken gemacht, ne? Ja, wo kriege ich mein Wasser her? Bin extra einen Umweg gelaufen, habe mein Wasser aufgefüllt. Und was kriegt man hier für 1 Euro? Wasser. Oh, ich kann platzen und ich schleppe das Zeug hier mit hoch. Egal. Naja gut, ich setze jetzt erstmal den Rucksack ab. Würde ich sagen, checken wir uns jetzt mal einen schönen Platz aus. Oh, ich mache das gerade fertig mit dem Wasser. Oh, hätte ich das gewusst. Ja, schön sieht es jetzt nicht aus, ne? Wenn da so mitten im Wald so Wasser steht. Aber trotzdem geil. Also wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, keine Wasserquelle groß findest, extra einen Umweg läufst und dann hier Wasser findest, vorfindest, wenn du das vorher, wahrscheinlich weiß man doch, wo gerade so ein Rucksack ausgeregt, wenn man
Vielleicht weiß man das schon vorher, wenn man sich das vorher durchlesen würde. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe es einfach gebucht und fertig. Aber die Feuerstelle, die sieht auch schon crazy aus. Das ist eher ein Feuerturm. Ja, Feuerholz werde ich hier finden. Vielleicht machen wir ein kleines Feuer. Weiß noch nicht, weil eigentlich brauche ich es nicht. Weil Mücken, nee, sind keine. Bis jetzt, also ich hoffe, es bleibt so. Ja, ich muss jetzt erstmal gucken, weil ich habe gerade hier vorne entdeckt, beim Rumschwenken, dass sie alle Nummern haben. Das ist Nummer 6. Ja. Keine Ahnung, ich habe die E-Mail nie gelesen. Und ich hoffe jetzt einfach, dass ich Empfang habe, dass ich diese E-Mail lesen kann. Ansonsten flagge ich mich einfach irgendwo hin. So, Camp habe ich aufgebaut, also Tarp, ein paar Stöcke, wie gesagt, habe ich ja geholt, Biwaksack, der kommt hinten ein bisschen raus, weil das macht ja nichts, weil ich hier vorne sitzen möchte. Ich konnte den nicht auf die andersrum aufbauen, dass ich nach vorne schauen kann, das wollte ich eigentlich, aber dann habe ich mich mal so hingelegt und habe gemerkt, ich drehe ihn doch mal lieber um, sonst wird es eine sehr ungemütliche Nacht. Ja, mein Campingstuhl steht schon, habe auch gerade schon mal 2 Minuten gesessen. Und jetzt möchte ich euch noch was zeigen und dafür stelle ich mal die Kamera hin. Oh, ich kann hier richtig gut drunter sitzen. Sehr schön. Ich habe einen schönen Blick auf den Weg, wo man herkommt. Also sollte noch jemand kommen. Wie gesagt, ist ja ein Trekkingplatz, da kann ja jederzeit jemand kommen. Ja. Aber auf jeden Fall geht es um das Päckchen hier. Das ist von Flex Trail. Und zwar haben die mir hier diese Anti-Mücken und gleichzeitig Lampe zugeschickt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht dran geglaubt und sie jetzt getestet im Urlaub. Ja, ich glaube, ich habe sogar noch hier so alte Plättchen drin. Ein bisschen riechen sie noch. Gibt so Plättchen, die man sich zu der Lampe dazu holen kann. Als erstes, wo ich das ausgepackt habe, hat mich das an eine andere Verpackung erinnert. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr wisst, welche Verpackung ich meine. Sie glänzt. Ja, auf jeden Fall sind da solche Plättchen drin. Kann man hier so einschieben. Ich weiß gar nicht, ob ich die alten da noch reinkriege. Nee. Scheißegal, dann machen wir einfach mal ein neues auf. So, hier ist jetzt so ein neues Plättchen. Die könnt ihr hier so an der Seite, sind 2 Schlitze. Könnt ihr die einschieben. Entweder ein. Oder 2. Ja, könnt ihr es dann hier von hier vorne so einschieben. Dann könnt ihr das nämlich hier anschalten. Und da erstmal hinten einen Ladestand natürlich, wie viel es geladen ist. Und zum anderen könnt ihr dann diese Heizplättchen anmachen. Man sieht es jetzt ganz gut. Jetzt ist es hier rot. Ich hoffe, man kann es in der Kamera erkennen. Genau, und ihr könnt jetzt hier dann verschiedene Stufen einstellen. Kleinste, mittlere, höchste Heizstufe. Ich glaube bis 165, genau, bis 165 Grad. Dann verströmt das so einen Duft und es kommen keine Mücken. Ernsthaft, ich habe das im Urlaub ausprobiert. Ich habe ja extra das Teil erst getestet. Im Urlaub hatte ich es mit. Auf 2 Touren hatte ich es mit. Und es hat wunderbar funktioniert. Das Einzige, wo es nicht funktioniert, muss man ehrlich sagen, ist, wenn du es dir so an den Rucksack hängst und dann rumläufst. Also dann kommt das Viehzeug trotzdem, also zumindest die Mücken. Aber wenn du so in einem Camp bist, oder jetzt wie hier, hängst das Ding hier vorne auf. Ich muss gucken, ob man es sieht. Hier so an den Tarp, wenn du jetzt so eine Aufbauvariante hast. Und dann bleiben die Viecher fern. Nicht nur das, ihr könnt dieses Heizelement ist ja jetzt an bei mir. Ja, das riecht man auch ein bisschen. Und ihr habt noch eine Lampe. Finde ich ganz nice. Die erinnert mich ein bisschen an meine Camp-Lampe. An die hier. Ja, wenn man mal so vergleicht. Ich mach's immer aus. Ja, erinnert mich sehr stark daran. Und das Licht reicht vollkommen aus. Ich persönlich müsste noch sagen, hier fehlt's Rotlicht mehr. Also ich habe auch den Hersteller angeschrieben, habe gefragt, hier gibt's die Lampe auch mit Rotlicht? Die so, nein, schade. Also mit Rotlicht wäre noch schön. Würde mir persönlich gefallen, weil dann könnte ich die Lampe weglassen, weil ich mag abends nicht dieses grelle Licht. Es ist nicht grell, es ist ja auch so warmweiß. Habt ihr ja gerade gesehen, es ist ja so warmweiß. Aber trotzdem so ein schönes Rotlicht abends,
mach doch was Schönes her. Und hier unten habe ich auch erst vor kurzem entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob das hier geht. Ah, doch hier. Es ist einfach ein Magnet noch unten dran. Oh, das wird jetzt warm hier oben übrigens. Nicht so anfassen. Ja, hier oben, das wird jetzt gerade richtig warm. Ich mach's mal wieder aus. So, jetzt aus. Zurück zum Magnet. Also ihr habt hier ein Magnet dran. Also ich persönlich wüsste jetzt nicht, wo ich es hier verwenden sollte. Wenn ich jetzt einen Außenmagnet hole, könnte ich es mir eine Metallplatte oben drauf, aber die schleppe ich ja nicht mit. Ich wüsste jetzt nicht, Einsatz, klar, Camping vielleicht. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es ein Magnet und man kann hier unten noch auf dem Stativ das Ganze aufstellen. Und warum ich das euch vorstelle, ist ganz einfach, ich habe es getestet und es hat funktioniert. Ansonsten würde ich es euch nicht zeigen und nicht vorstellen und ich bin begeistert. Ja, und ich hau euch unten noch einen Link rein und einen Rabattcode, da könnt ihr noch was sparen. Die haben noch andere Sachen, wie ich glaube so Luftpumpen für die Isomatte und sowas. Aber das Teil, da war ich erst wirklich sehr, sehr skeptisch und ich schreibe halt auch immer dann dazu, wenn ich sage zu denen, ja okay, ich probiere die Dinger. Was weiß ich, glaube ich habe es jetzt 2-3 Monate probiert und wenn es dann mir zusagt, dann stelle ich es vor. Und dann andernfalls schicke ich den Kram auch zurück. Also das hat wirklich geholfen, hat auch ein bisschen Gewicht, das muss man sich bewusst sein. Mir fällt noch ein kleiner Nachteil ein, außer das Rotlicht, ist halt, man kann die Batterie nicht rausmachen. Wo ich bei der anderen Lampe, die ich gerade gezeigt habe, die Batterie wechseln kann, also auch mal eine Ersatzbatterie mitnehmen könnte, kann ich das hier nicht machen. Aber sie wird über USB-C geladen und daher, ich habe meistens eh eine Powerbank mit, deswegen stört mich das nicht ganz so dolle. Deswegen habe ich das auch nicht so erwähnt oder beziehungsweise ist es mir auch gar nicht eingefallen. Auf jeden Fall, gönnt euch, wenn ihr wollt. Link ist in der Videobeschreibung und natürlich der Rabattcode. So, gechillt und YouTube-Videos geguckt natürlich. Heute ist Sonntag, da kommen viele Videos raus, die ich mir gerne anschaue. Ich wollte gerade schauen. 13 Grad. Gerade immer noch 14. Gut, geht doch schneller runter wie gedacht, die Temperatur. Aber ich habe genug Jacken mit. Ich habe noch zum Schlafen Sachen mit zum Anziehen. Also kalt wird mir nicht. So oder so, gerade eben nicht, weil ich habe vorbereitet. Und zwar, seht ihr es, da ein bisschen Feuerholz vorbereitet. Werd hier dann die Hölzer nehmen, die hier schon rumliegen. Hinten gibt es so eine Stelle. Vielleicht sieht man es. Ah, ist ja auch egal. Ich weiß nicht, ob es ein umgestürzter Baum war und die Leute das liegen gelassen haben. Und dann werde ich nachher versuchen, oder ich werde definitiv ein Feuer machen auf dieser monströsen Feuerstelle. Könnt ihr mal fühlen, ob das noch warm ist? Halt mal. Ach, du Herr je. Das glaube ich ja jetzt nicht. Die ist noch warm. Da muss ja gestern Abend einer ein Feuer gemacht haben. Ich hole mal einen Stock. Das ist ja crazy. Die ist echt noch warm. Ja, hier ist noch Glut. Ach, da brauche ich mich noch nicht mal anstrengen, um ein Feuer zu machen. Hier. Also waren gestern Abend oder heute im Laufe des Tages jemand hier an dem Platz und hat Feuer gemacht. Aber ganz ehrlich, das ist noch ultra heiß. Die müssen richtig Feuer gemacht haben. Oh, hier kommt gerade eine Wärme her, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, cool. Ja, dann brauche ich mich auch nicht mal anstrengen, irgendwie Feuer zu machen. Extra den Kienspan mitgeschleppt, weil ich war mir nicht sicher, ob ich hier Birken finde. Kenne den Wald so ein bisschen. Und ja, hier gibt es keine Birken. Aber wenn das so ist, brauche ich das Zeug hier nur drauflegen, dann brennt das ja nach 5 Minuten. Dieses Wasser. Aber ich habe noch gar nicht in die Truhe reingeguckt. Das machen wir jetzt mal. Okay. Also ich denke, das wird die Box sein. Ja, da wird 1 Euro drin sein zum Bezahlen. Und was haben wir noch? Ein Päckchen Spaghetti. Oh, Zartbitterschokolade. Oh. Ich weiß nicht, ob ich da wieder stehen kann nachher.
Oh, Zartbitterschokolade. Schokolade, ist schon ganz geil. Ja, aktuell noch ganz alleine. Man sieht es, andernfalls wäre ich ein bisschen ruhiger, würde mich ein bisschen zurückziehen und dann da mit euch quatschen. Aber solange ich allein bin, warum nicht? Und ich feiere gerade, dass das Feuer noch heiß ist. Auf dieser mächtigen Feuerstelle. Diese mächtige Feuerstelle ist auch ganz geil. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie spät haben wir es denn? Ja, 18 Uhr. Sonne. Ja, noch habe ich ein bisschen Zeit, bis es dunkel wird, aber es wird jetzt schon Abendstimmung. Ich werde jetzt am liebsten so das Abendprogramm durchziehen, weil der Tag war schon anstrengend. Die ganze Lauferei und vor allem dann dieses Wasser suchen, das war auch richtig anstrengend. Aber eigentlich fehlt es mir jetzt hier an gar nichts. Ich habe Wasser ohne Ende. Ich habe Essen mit. Ich hätte noch Spaghetti, also ich könnte mir noch Spaghetti kochen, die roh essen. Also verhungern würde ich auch nicht. Also sehr dekadent gerade, muss ich ehrlich sagen. Da ging es mir schon anders. Aber ich weiß nicht, soll man jetzt schon das Feuer anmachen? Oder warte ich noch ein bisschen? Ah, ich warte noch ein bisschen. Ich warte noch ein bisschen und ich würde sagen, aber ich esse jetzt schon mal zumindest die erste Portion Nudeln. Ich habe zwei mit zur Auswahl, aber die erste werde ich jetzt schon mal essen. Ich konnte es natürlich nicht lassen. Die zweiten paar Nudeln sind auch schon im Schlafsack. Ich habe richtig Bock drauf. Da hinten geht auch die Sonne langsam unter. Und ich würde sagen, ich mache jetzt mal das Feuerchen an, damit ich so eine Wärmequelle habe. Ja, das machen wir jetzt. Ich mache jetzt das Feuer an mit der Glut, die schon vorhanden ist. Ah, wird schon klappen. Hab jetzt kein Blasrohr oder sonst was mit. Das geht auch so. Ein Sack voll Reisig mit. Oh, das ist immer noch sauwarm. Wir wühlen mal auf, damit die Glut zum Vorschein kommt. Oh, hier ist noch ein Riesenstück. Sehr schön. Da, sowas brauche ich. Das ist ein Stein. Aber das Riesenstück hier reicht ja schon. Hey, bleib doch jetzt mal da oben. Oh, machen wir es mal ein bisschen weniger. Ah, doch, ich mach doch gleich alles drauf. So. Und jetzt ein bisschen pusten. Blasrohr wäre natürlich schöner. Es qualmt schon mal. Ah, ich muss kurz Pause machen. Es macht schon schwindelig. So, jetzt aber komm. Ja, da ist es doch. Vorsichtig zur nächsten Schicht übergehen. Ist doch ein bisschen feucht, das Ganze. Ah, wo Rauch ist, brennt es auch gleich.
Schöne ist, hier ist so viel Asche, kann man die Dinger einfach reinstecken. Ja, natürlich ist da jetzt ein Stein. Aber ich denke, Feuer ist am Start. Das geht jetzt nicht mehr aus. Man braucht nicht immer ein Feuerzeug oder einen Feuerstahl. Geht auch mal so. Oh, legen wir die mal drauf, dass die hier schön Feuer fangen. Ah, wie schön. Man merkt auch gleich die Wärme. Oh, herrlich. Ein Feuer hat auch was Tolles, was Beruhigendes an sich. Ah, herrlich. So, wie ihr seht, ich habe mich verkrochen. Das Rotlicht ist an, also ich bin im Biwaksack. Ich habe jetzt noch eine Zeit lang am Lagerfeuer gesessen. Ich glaube, wir haben jetzt schon 9:30 oder sowas. Aber ich bin jetzt ultra müde und ich muss jetzt einfach ins Bett. Und wenn jetzt nichts mehr passiert oder nichts Spannendes mehr kommt, was ich nicht glaube, außer es stürmt und das Tarp fliegt weg. Ansonsten sehen wir uns morgen früh. Bis dahin, gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Es war eine sehr entspannte Nacht. Gut gepennt, einfach durchgepennt bis heute Morgen. Ja, so 5, 5:30, 6. Da musste ich mal rauspinkeln. Und seitdem ja, konnte ich nicht mehr schlafen und die ganze Zeit noch rumgegammelt. Ich weiß gar nicht, wie spät haben wir es denn? Gucken wir mal. 9:10. Es ist noch so düster. Ich glaube, viel heller wird das heute auch gar nicht. Aber wie gesagt, Nacht war cool. Ein bisschen Uhu da und Gekrauschel da, aber ja, das habe ich mal gehört. Aber eigentlich habe ich fast komplett durchgepennt. Vielleicht war das auch heute Morgen, wo ich dann schon so langsam wach wurde, keine Ahnung. Biwaksack wieder einfach top gewesen. Also ich habe richtig Spaß an dem Ding. Klar, man kann es jetzt hier nicht mit dem Zelt vergleichen oder sowas, aber es macht einfach Spaß, da drin zu liegen. Und jetzt will ich selbst was gucken. Oh ja, alles trocken. Also hier ist nichts nass, also kein Kondenswasser und nichts. Das Einzige, wo ein bisschen was drauf war, war auf dem Handy. So ein bisschen Feuchtigkeit, aber top. Hier vorne hatte ich halt einfach aufgelassen, da wo ich ausatme, damit das nicht alles reinzieht. Und hier hatte ich einfach den oberen Teil einfach komplett zu. Also das hier war komplett zu. Mir ist auch warm gewesen. Also wirklich warm. Im Fußbereich hier oben das lange Vlies, wie auch immer, habe ich angelassen. Weil ich kenne mich, ich krabbel eh immer aus dem Schlafsack wieder raus und ich mache den nicht bis hier zu und bleib dann da drin. Irgendwann in der Nacht bin ich immer dann eh halb draußen. Deswegen habe ich es gleich angelassen. Ja. Stuhl ist auch noch da, perfekt. Und ja, starten wir in den Tag mit noch ein bisschen ausruhen. Ich werde noch ein bisschen liegen bleiben. Die Ruhe genießen und dann auch mal was frühstücken. Ich habe Bärenhunger und vor allem einen leckeren Kaffee zum Frühstück trinken. Da habe ich Lust drauf. Aber erstmal ruhe ich mich noch ein bisschen aus. Und natürlich müssen wir das Camp noch zusammenbauen und weiterziehen. Ich habe noch eine Sache oder zwei vielleicht. Ich muss mal gucken, wie weit das weg ist, die wir uns noch anschauen. Also in dem Sinne, ich werde jetzt chillen und dann frühstücken. Alles eingepackt und schon wieder auf dem Weg hier an dem Toilettenhäuschen. Also bei den Trekkingplätzen gibt es immer so Toilettenhäuschen. Da gab es auch noch ein Gästebuch, da habe ich mich auch eingetragen. Wer sieht, postet es auf Instagram. Ihr werdet es erkennen. Und auf jeden Fall bin ich schon wieder jetzt unterwegs zur alten Burg. Bin gespannt, was mich erwartet. Die Fotos sehen vielversprechend aus. Vielleicht haben wir da auch noch eine schöne Aussicht. Aber jetzt heißt es erstmal ein kleines Stück dorthin wandern und natürlich die Ruhe genießen. Heute ist Montag und dementsprechend kann es sein, dass wir noch nicht mal einen begegnen. Das wäre natürlich richtig cool. Ein Wald für sich allein.
Naja, in diesem Sinne, es geht mal weiter. Und ich sehe den Turm jetzt schon. Ich habe jetzt gerade noch mal nachgelesen, der steht auf dem höchsten Punkt vom Sohnwald. Ich bin auch ein bisschen außer Atem, war gerade noch mal schön steil hier hoch. Und der hat, glaube ich, der Berg hier 620 Meter. Und der Turm sollte so 20 Meter hoch sein. Und er sieht sehr cool aus. Vor allem so mitten im Wald ist es auch schon richtig nice. Und ich bin jetzt kein normalen Wanderweg, sondern wirklich hier so ein Trampelweg hierher. Deswegen ja auch ein Wanderweg. Aber es ist schon wieder hier wunderschön. Und dann schauen wir mal, ob wir auf den Turm hochkommen. Da stehen wir jetzt vor dem Turm. Er ist schon hoch. Hier wäre auch ein schöner Schlafplatz. Hier hat jemand anscheinend was vergessen. Ah, ein Kopfkissen. Ein aufblasbares Kopfkissen. Anscheinend hat hier jemand genächtigt. Oh, welche Treppe nehmen wir da jetzt? Das ist egal. Geh mal hier lang. Eins muss ich sagen. Diesmal, oh, fast abgeschmiert, diesmal komme ich sogar mit Rucksack hoch. Ah, sieht sehr neblig aus. Keine Kopfhörer. Oh ja. Okay, geschafft. Oh. Ja, wie man sieht, sieht man gar nichts. Da hätte man bestimmt einen schönen Blick über die ganzen Baumkronen, aber es ist sehr neblig und windig ist es hier. Naja, trotzdem immer schön. Weit vom Turm habe ich gleich jetzt hier ein Lager entdeckt oder eine Baute. Jemand ein bisschen geübt. Bushcraften finde ich ganz cool. Ohne Nägel, ohne Paracord, ohne alles. Ja, regendicht ist das jetzt nicht, aber trotzdem ganz cool. Ich feiere das, wenn man rausgeht, was macht. Deswegen mag ich solche Bauten. Ohne Planung und alles, die mag ich nicht so. Boah, hier geht es ordentlich runter. Hier könnte man jetzt noch mal verweilen, aber ich habe ja gerade einen Riegel gefuttert. Na auf dann, geht's mal weiter. Vor allem jetzt bergab. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, deswegen Kamera aus. So, ich bin jetzt schon eine halbe Ewigkeit hier auf diesem Forstweg unterwegs. Bin noch lange durch den Wald getrottet und irgendwann führte mein Weg halt auf diesen Forstweg. War auch so geplant. Und jetzt ist es auch nicht mehr weit bis zu meinem Auto. Und mir hat die Tour wieder Spaß gemacht. Und wenn euch das Video Spaß gemacht hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns gerne im nächsten Video. Bis dahin, ciao!